Gut, er funktioniert. Angeblich mit Blättern. Achso, da kann ich Blätter reinschmeißen. Ah. Oh, warte mal. Powerline. Ah ja, da könnte ich jetzt eine Powerline ziehen. Aber das habe ich jetzt gerade gar nicht vor, denn... Moment, Hilfe. Generator, geh mal aus. Geh mal aus. Ist doch jetzt eh leer, oder? Pass auf, wir machen jetzt mal so einen Smelter. Smelter. So. Achso, das müssen wir erstmal noch sammeln, den Kram. Alter, kannst du mal bitte ausgehen? Hier. Gott, bin ich blöd. Ich habe ihn angemacht jetzt eben. Aber jetzt hat er halt keinen... Oh doch, der fährt einfach wieder hoch. So. Ich kann jetzt bestimmt... Wie kann ich hier was teilen? So vielleicht? Ne. Ah, mit STG gedrückt halt und rechts halbiere ich es immer. Ich mache hier mal 60 rein. Wir suchen Kupfer. Kupfer. Bing. Da hinten haben wir Kupfer. Das sind sogar zwei, aber eins ist fast 700 Meter weg. Das ist mir etwas zu weit. Wir sammeln auch schön alles ein. Vor allem unsere Heidelbeeren hier. Zack, zack, zack. Oh, da die Nüsse. Die muss ich auch naschen. Falls ich wieder auf die Nüsse bekomme von irgendeinem Rambo-Kerl, der was ausrambolen will. Was ist denn das da? Guck mal. Das ist doch ein Schneckchen, oder? Oh, shit. Oh, shit. Warte. Oh, fuck! Oh, scheiße! Wo ist mein Lob? Wo ist mein Lob? V. Nee. V. So. Was ist los, hä? Monsieur, danke für deinen Panzer. Pack mich da. Komm, wie ich mal auf die Gurgel hau. Ah! das will ich mir doch mal genauer angucken. Das ist eine Slug. Eine Schnecke. Die Green Power Slug. Also die bringt wahrscheinlich sehr viel Energie. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Alter, krass. Guck mal, wie es hier runtergeht. Das haben wir wahrscheinlich dort. Ne? Ah, da unten ist das Kupfer? Ah, da ist es doch. Hier ist es. Okay, die Minen ähneln sich schon mal sehr stark. Alter, der hat mich jetzt aber nicht gehört, der Kerl, oder? Krass, wie stark die Lampe ist. Naja. Ich lasse mich fallen und gucke, ob ich sterbe. Oh. Man tut sich so ein bisschen weh, ja, doch. Okay, ich baue jetzt hier ab, bis dieser Knilch kommt und mich zwickt. Boom! Ich nehme noch mehr mit, wir können ja so viel tragen. Oh oh. Bam! Oh, Give me your pants, dude. Give me your shit. Muss direkt was essen. Das hat ordentlich gezwiebelt. Ich esse jetzt die Nüsse. Oh, die sind so lecker, Alter. Ich sag das. Als wenn man in einen Augapfel beißen würde. Ah. Wow. Nicht so viel essen. Okay, das hier mache ich auch noch. Denn wir haben ja echt ultra viel Platz in unserem Inventar. Das finde ich gut. Ich finde es gut, wenn man viel tragen kann. Natürlich jetzt nicht unendlich. Aber schon viel. Ah, guck mal, das deckt sich nur auf 100 hoch. Alles klar. Des Weiteren hole ich am besten noch Eisen mit. Wir wohnen ja direkt am Eisen. Ich hole noch die Slug da oben mit. Die können wir bestimmt im Generator abfackeln. Und haben dann richtig Energy. Und da oben ist auch noch eine. Come on, dude. Da oben hockt auch noch eine drauf. Und da ist auch eine. Aber ich gehe jetzt nicht auf Schneckenjagd. Sondern möchte natürlich zurückgehen, um unsere Butze aufzubauen. Wir haben hier drüben das Metall, oder? Das hier ist es, glaube ich. Ja, da ist es. Alter, schon wieder so lurch. Komm her. So. Wow. Rudi, beruhig dich jetzt. Ich nehme auch hier die ganze Ore mit und dann gehen wir ab, Häme. Södele, wir haben hier noch unseren Personal Space. Also ich denke einfach halt in ja, genau. Das, was ich mir schon halber gedacht habe. Da kann man auch Zeug hin und her schieben. Take all, store all. Ich behalte jetzt aber erstmal alles bei mir. So. Und jetzt können wir Folgendes machen. Passt auf. Oh nee, warum ist denn der an? Nee. Mein Blätter. Halt, stopp! Stopp. Standby. So. Zuallererst bauen wir mal so einen Smelter. Dafür brauchen wir 5 von den Iron Rods und 8-mal Wire. Müssen wir erstmal von Hand machen. Ich wurschtel hier einfach mal einiges raus. Ich denke, das Copper Ingot brauchen wir so oder so, denn wir können sonst nichts anderes machen. Das hier ist der niedrigste Grundstoff für das Kupfer, so wie, denke ich, diese Iron Ingots auch für Iron halt das niedrigste sind. Es bringt nichts, die Ingots sonst so mit uns rumzuführen. Die Ohren. So, dann mache ich jetzt einfach mal noch 10 Wire. Warte, habe ich gerade eben 27 gemacht? Ah, man macht immer 3, okay. Soweit, so gut. Davon brauchen wir wie viel? 3 oder so? Ich mache 5, weil ich cool bin. Und das alles hier kann, soweit ich es verstanden habe, eben komplett automatisiert werden.
dass du Maschinen hast, die das alles alleine machen, die du aber halt erst aufbauen musst, verbinden musst und so weiter. Es ist also so eine Art Manager-Spiel. Ich denke, es ist eine Erweiterung oder wie eine First-Person-Variation von Factorio. So, Smelter, jetzt können wir den bauen. Also hier rein soll ich ihn, denke ich, nicht bauen. Ich dachte, hier kann man anbauen oder soll man anbauen, aber das lasse ich mal. Man sieht hier direkt den Eingang der Rohware und, was ist denn das? Guck mal, dieser Strich. Ich baue mal direkt auf den Strich drauf. Vielleicht kann man den Strom besser dran schließen oder so. Wahrscheinlich. So, pass auf, jetzt gehe ich auf die 2 und mache eine Powerline von hier nach da. Des Weiteren baue ich noch diesen Equipment-Workshop. Davon brauchen wir 6 und davon brauchen wir 6. Ich nehme an, dass das Teil auch Strom braucht. Ich baue es einfach mal auch jetzt nicht so weit weg. So, okay. Den haben wir fürs Erste da stehen. Jetzt haben wir hier unsere Schmelzanlage. Ich guck mal kurz rein. Ah, wir können einstellen, was hergestellt werden soll, oder wie? Ich befülle das Ding einfach mal mit Iron Ore. Wir haben keine Power, weil der Ding ja aus ist. Ich mache jetzt unseren Generator an. Oh! Und jetzt ballert er rein. Guck mal hier. Ja, die Schmelze läuft, Leute. Wow! Ich weiß zwar noch nicht, wo die Sachen jetzt rauskommen, aber es läuft. Fallen die jetzt einfach hier vorne raus oder kann ich die hier... Ich kann die einfach da rausziehen. Aber ich könnte natürlich auch eben ein Förderband machen. Okay, und wie lang hält der jetzt? Guck mal, diese paar Blätter halten ja ewig. Ah, okay, weil aber auch nur 4 konsumiert werden von diesen 20 Megawatt, die halt gegeben werden. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn das Ding gleich leer gelaufen ist. Läuft der, hat er noch, er hätte noch was zu tun. Er hat eben das eine verbraucht, Leute, diesen Panzer, den ich da reingemacht habe. Und ich frage mich, ob der Verbrauch auch gleich ausgeht, wenn ich hier fertig bin. So, noch 5. Dann müsste gleich hier die Energie auch runterfahren. Aber angeblich ist sie eh schon nicht mehr zu sehen. Also der Ausschlag ist nicht mehr zu sehen. Ah ja, 0. Guck mal hier. Ach so. Klar, es war durchgehend auf dem Limit. Alles klar, läuft. Ich mache mal aus, damit das Geräusch aus ist. Aber scheinbar verbraucht das Geräusch alleine auch keine Blätter. Dann mache ich hier noch unsere Copper Ore rein. Und lass das auch nudeln. Jetzt schauen wir uns mal diesen Equipment-Workshop-Ding an. Ah, da können wir dann direkt diesen Portable-Miner machen und einen Xenos-Zapper, den ich doch eh schon habe. Wir brauchen hierfür jetzt noch 4 Platten und 3 Wire. Die machen wir mal schnell. Also halt, ich bräuchte vielleicht noch die gebratenen Ores. Give me that, please. Thank you. Und schon können wir basteln. Leggy Schmeggy. Also halt, was kostet eigentlich das nächste Level? 10 Platten. Und das hier könnten wir auch machen. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt überfordern, bauen wir erstmal die Sachen, die wir machen können, ja. Bevor wir mit dem Powerpole anfangen. Okay, also 3 von denen hier. Oh, das war viel zu viel. Und Plates brauchen wir noch. Schon müssten wir eigentlich hier neu bauen können. Ah! Ein Portable Miner wird gebaut. Plupp! Da haben wir ihn schon. Cool. Jetzt bauen wir den Miner mal direkt hier auf diese Iron Ore. So, Miner Bock. Oh, ich setze ihn. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt direkt hier dran setzen muss. Mit Linksklick. Gucken wir auch, wie er schafft. Ist das cool? Das ist ja richtig cool. Und er schafft jetzt einfach vor sich hin. Also unser erster kleiner Automatismus ist am Start. Er baut für uns Ding ab. Guck mal, er hat sogar schon 8 Stück. 9, ich verrieg. Gut, dann lassen wir mal bauen. Wir hätten hier übrigens auch direkt die Möglichkeit, wie ich sehe, ihn wieder aufzuheben, falls man ihn wohl an die falsche Stelle gesetzt hat oder ähnliches. Okay, das macht er jetzt für uns. Natürlich brauchen wir jetzt auch noch jemanden, der am Kupfer rumschafft, das ist klar. Achso, gibt es eigentlich eine Map oder so? Das wäre auch nochmal cool zu wissen. Aber ich habe hier keine Anzeige. Ich denke, das wird da unten rechts stehen bei Shortcuts. Also von daher gibt es wahrscheinlich noch keine. Wir brauchen noch eine. Wir brauchen nochmal kurz 2 Wire. Und jetzt gehen wir an das nächste Kupfergeschäft. So, da haben wir die Kupfergeschichte. Jetzt ziehe ich das Ding einfach direkt mit Shift-Links-Klick in meine Hand und setze ihn da hin. Ich denke, er könnte auch hier sitzen oder sonst wo. Aber ich lasse ihn jetzt einfach mal hier chillen. Und überprüfe noch ganz kurz, ob er auch macht, was er soll. Indem ich hier kurz reingucke, 5 hat er schon, sehr gut. Weitermachen. Ich habe keinen Plan, wie lange er das schafft. Die laufen bestimmt auch ab. Wir gucken mal kurz noch, ob er irgendwo einen Lebenszyklus hat oder, keine Ahnung, Energie. Nee, hat er nicht. Wäre natürlich echt krass, wenn die einfach durchgehend da stehen würden und ihre Arbeit machen. Guck mal, da ist das die Pflanze, die auch oben auf dem Ding drauf stand. Ich glaube schon, ja.
Ach komm, die hole ich mir noch. Oh. Oh, Schissel. Oh, Schissel. Oh, Alter, what? Du verrückter Johannes. Stopp! Alter! Mal gucken, wie viel Life der hat. Oh, 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 der gibt mir ganz schön. Und ich sehe ihn nicht so richtig da drin. Alles klar, ist schon weg. Da hat er sich ein gemeines Versteck ausgesucht. Da habe ich ihn echt schwierig hitten können. Ab mit dir. Aber die Pflanze ist unser. Oh, solche Spiele sind einfach so edel. Guck dir diese wunderbare Fabrik an. Oh, da sind noch Nüsse. Nüsschen! Flup, flup, flup. Und zack, danke. Und jetzt können wir mal geschwind nach unserem Miner suchen. Wo ist er denn? Guck mal, er schafft immer noch ultra fleißig, wie er ist. Ah, der kann bestimmt einfach volllaufen. Guck mal, da fast 100. Nice! Gebe ich den Kram direkt hier in unseren Schmelztiegel. Dankeschön. So, und weiterarbeiten. Wir schauen mal, wie viel Energie wir noch haben. Nicht mehr viel. Ich fülle hier einfach nach. Zack, mit Blättern. Ich weiß noch nicht, wofür man die gebrauchen soll, kann, muss. Deswegen haue ich die da einfach rein. Von denen können wir eh scheinbar unendlich viele haben, weil hier überall Büsche rumstehen. Wobei natürlich auch so eine Schnecke mal ganz interessant wäre zu rösten, um zu gucken, wie lange die hält. Wow, wow. Wirft ihr mir einfach den Schatten des Todes. Ich dachte, der greift mich jetzt an. Gib mir den Slug. Dann läuft das ja soweit alles. Was können wir noch herstellen? Ach, diesen Zapper, aber den haben wir ja schon. Dann können wir eigentlich das nächste Zeitalter einläuten, oder? Wir brauchen dafür nur 10 Platten, 10 Rods und 50 Cable. 10 Platten sind am Start, 10 Rods sind auch am Start und 50 Wire, da haben wir zum Glück schon einiges. Bumm, ist auch fertig. Somit erledigen wir einfach jetzt diesen Task und los geht's. Hi! Wow. Krass! Wir haben eine Butze. Wir haben eine richtige Butze. Look at this! Caution! You have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. 7th objective. Hub upgrade, conveyor belts. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Note, constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Build constructors to automate production of simple parts. Nice. Build power poles to extend your power grid. Okay, expand your production to upgrade faster. Was kostet denn das nächste Upgrade? Komm, sag mal an. Oh, was ist das? Concrete. Okay, soweit waren wir jetzt noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir an Concrete kommen. Aber ich denke, wir haben vielleicht jetzt einen Concrete-Bohrer oder sowas. Nee, haben wir nicht. Aber vielleicht. Aha, Limestone. Sehr schön. Direkt hier 100 Meter in die Richtung. Wir testen das mal geschwind aus. Wow, 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 wow. Fast hingelatzt. Ja, okay, das sieht gut aus. Ich baue mal die ganze Ore ab und dann schauen wir zu Hause, was es ist. Aber ich denke, hier kann man keine automatisierte Ding aufstellen. Hier so eine Sammeleinheit, weil das ja nichts im Boden ist. Also zumindest dieses Vorkommen war jetzt nichts im Boden. Ja, müssen wir mal gucken. Was ist hier gerade los? Haben wir gerade keinen Strom oder haben wir das nicht gefüllt? Blätter haben wir noch genug? Ja. So, oh, guck mal da. Concrete. Dafür brauchen wir genau diesen Limestone. Perfekt. Biomass können wir auch herstellen. Wahrscheinlich halt eben speziell für den Reaktor, dass wir nicht so viele Blätter einzeln reinmachen, sondern eben so eine ganze Geschichte. Und wir können verstärkte Ironplatten machen. Mit Schrauben. Ah, okay. Und die Screws werden aus was gemacht? Aus den Iron Rods. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Iron. Wo ist denn? Da ist er. Oh, ist er fertig? Ist er jetzt kaputt? Ah, nee, der war nur voll. Ach so. Da gehen wir mal geschwind zu unserem Kupferheini und holen das noch ab. Und suchen auf dem Weg dahin vielleicht noch kurz ein bisschen nach Limestone. Da vorne in 300 Meter Entfernung wäre was. Das holen wir uns gleich. Hallo, kleiner Mann. Da bist du. So. Aha, danke. Oh, nee, da ist wieder so ein Schweinewehrmann. Naja, komm. Da muss ich... Oh, nee, halt, das ist was anderes, oder? Nee, ist das Gleiche. Ist das Gleiche. Alter, der schießt dahin, wo ich hingehe. Ist der verrückt? Hallo? Ah! Okay, ich weiß nicht, wie ich seinem Schuss ausweichen kann. Ich glaube gar nicht. Hat sich ausgeschisselt. Wo ist hier die Ore? Ah, da vorne. Um Gottes Willen! Also die Viecher sind schon, also hier ist es auf jeden Fall belebt. Man ist hier nicht alleine am Rumdümpeln. Ist einiges los. Man kommt aber trotzdem gut klar, finde ich. Also, Alter, was ist das? Oh oh, oh oh, oh oh. Oh shit, zwei, what?
Oh ne, stinkt die mich hier voll oder was? Ne, ich gehe. Tschüss. Ciao, ciao, Leute. Hat Spaß gemacht. War cool. Mal schauen, ob die mir arg weit folgen. Ein bisschen. Oder hinten sind zwei von den anderen. Ey, ich muss hier weg. I need to go. Komm, da hole ich direkt nochmal Kupfer ab und dann geh mal heim. Boah, alles voll mit Leaves. Batsch, 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 batsch. Thanks, Midi. Und auch nochmal eine Runde Iron, komm. Was soll's? Ach, guck mal, das kann er jetzt gar nicht herstellen, oder? Doch, er kann's. Er kann immer nur eine Sache herstellen. Ja, wie sieht's aus, Schmelzilein, Stachelschwein? Achso, ich habe die Sachen wieder rausgeschossen bekommen. Guck mal. Ich wechsle hier drauf. Ah, und schon habe ich's wieder. Gut, dann mache ich's hier rein und lass es laufen. Jetzt müsste ich's, ja, jetzt ist es weg, okay. Davon, zack, 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 zack. Dann die Platten. Ich leg noch kurz diese Teile ab. Na, obwohl, die Nüsschen lasse ich dabei. Damit ich was zu naschen habe. Die mache ich mal rüber. Wegen dem Herstellungsprozess, da muss ich jetzt gleich so ein bisschen reinnudeln hier. Biomasse, da mache ich auch mal ein bisschen was. Ja, die Schrauben auch. Dann mache ich noch ein paar Rods. Wir können da eh 200 machen. Wir brauchen unbedingt was, was uns diese Ingots noch herstellt. Das ist echt nervy, nervy. Was können wir denn hier noch bauen? Den Constructor. Den machen wir jetzt mal. Da ich gar nicht rechtzeitig sehen konnte, was ihr ausgewählt habt, also ob ihr die lange Folge wollt oder eben diese kürzeren Folgen, habe ich jetzt halt dann nochmal in weiser Voraussicht eine kürzere geschnitten, weil ich jetzt ja eh dann in Urlaub bin und somit natürlich dann nichts mehr vorbereiten kann. Darum jetzt nochmal eine kleinere Folge und die andere werde ich, wenn ich die schaffe, dann eben auch noch verschnippeln, aber die werde ich dann so lang lassen, wie sie halt ist, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, da werde ich dann nichts mehr dran ändern. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, als ich euch die Frage gestellt habe, dass ich ja gar keine Zeit mehr habe, darauf einzugehen. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.